So. Auf der Suche nach dem letzten. Auf der Suche nach dem verlorenen Nach der Teil. verlorenen Wand. Ich glaube, ich würde doch gerne mal probieren, dass du einfach neu startest. Okay. Weil hier das ist Ein Gamer. umgefallen, das hier irgendwo hingefallen ist, kann ich nicht, ne? Oh, jetzt bin ich runtergeworfen worden. Aber das passt doch. So. Yes. Ja. Wie rausgeschmissen. Nee. Wieso soll ich dich rauswerfen? Fertig? Nicht alle für dich. Nee. Meine auch nicht. Nein, aber ich sehe auch deins nicht. Dein Stückchen, was fehlt. Du hast Na das eine Stückchen, super. was mir fehlt. Aber. Falsche Taste. Ach, warte, bis alle Daten synchronisiert wurden. Na, das läuft ja super. Jetzt geht's. Gut. Zack, die Bohne. Okay, du bist da dran. So, ich habe jetzt keine mehr. Hinten sind auch keine mehr gespawnt. Hier hinten ist auch nichts. So, und Wo ist dann hier die Fertigwand? Fabrik. Weißt du das gerade auswendig? Da. Ich gehe mal bei der gucken. aber du musst doch die einen noch platzieren, gell, bei mir. Hängt der noch am Kran? Ja. Ja, den kannst du ja platzieren. Ach, du Ich bist ja gehe mal gerade bei da, der stimmt, ja. Entschuldigung. Fertigwandfabrik gucken, ob wir da vielleicht irgendwie noch was herkriegen. So. Nee. Lass mal gucken hier nach dem Kran. Nee. Ich kann hier zumindest mal nichts kaufen. Na? So. Planierraupe. Oder wurde uns das dann an den Bauhof geliefert? Ich gehe mal unsere beiden Höfe ab und zum gucken, ob da vielleicht irgendwo was dann rumsteht. So, so war das jetzt genau. Ich wusste gar nicht mehr, wie ich die Kransteuerung hier habe. Kiste Pflastersteine sind eingelagert, aber die braucht man ja nicht. So, das ist jetzt fertig. Schnell speichern.
hier unten noch irgendwo was. Oder auch schon die Steuerung ändern. Steuerung. Hallo, wo ist der zweite Hof? Ach, da. So, und zwar beim Kran. Maschine. Dann guckst du mal, dann gucke ich mal noch hier ein bisschen. Was denn? Das vielleicht irgendwo findet. Vorwärts. Okay, das ist hier Dingenskirchen, Fahrzeughalle. Da haben wir auch noch mal ein bisschen was für mich zum Einsammeln, sehr schön. Hier nichts betreten, ne. Ne, du, hier ist nichts. So, eine Wand fehlt. Was ich machen kann, ist den Job überspringen. Aber ich weiß nicht, was da mit dem Geld passiert, weißt, da wir ja schon einiges fertig haben von dem einen Job. Also von dem Abschnitt. So können den Abschnitt überspringen. Kannst du nur den Abschnitt überspringen? Mhm, oder? Job, dann gehen wir rein und dann kann ich sagen, ich glaube, den Abschnitt überspringen, genau, den kann ich dann überspringen. Ja, dann tu den mal überspringen. Mal gucken. Ah, Abschnitt neu starten. Ah, okay, das ist aber dann komplett, genau. Abschnitt neu starten, dann müssten wir quasi die Fertigwandplatzierung komplett nochmal neu machen. Ja. Wenn ich den jetzt auf Abschnitt überspringen mache, dann schaut das mit dem Wellblech alles weg. Dann machst du halt nochmal. Sollen wir Neustart machen? Ja. Neustart? Okay. Ach! Was? Was ist los? Wo bist du? Ich bin im Jobmenü, wieso? Komm mal zum Muldenkipper. Ah! Haus verliert nichts, ja? Zum Glück habe ich gerade nicht gedrückt, du. Das war gerade spannend. Es war gerade das Menü, wollen Sie wirklich? Und dann sagst du, guck mal. Gefunden! Ja! Hast du da irgendwo einen Haken? Weil ich sehe nämlich keinen. Es kann sein, weil ich ja nicht im Fahrzeug bin. Aber der ist auch in der Luft. Muss mal näher ranzoomen, wo der ist. Da ist die Kollision von der Kamera ein bisschen blöd hier. Ja. Warte mal. Komm, Schwenk und. Ich schaff'n. Okay. Ich wollte jetzt gerade helfen. Schön. Hast du genug anrichtet, du? Weißt du, vor allen Dingen, du standst doch die ganze Zeit neben dem, mit dem LKW da neben dran, ja, ne? Den hab ich hast du es nicht gesehen? Nee. Gut, passiert, ne? Ja. So, jetzt muss ich speichern. Jetzt musst du schön die Sachen aufmachen hier. Ja, bin dran. Flupp. Sehr schön.
die Seite, die andere Seite noch verschönern. Flup. Und dann noch die Seite. Hast du schon gespeichert? Ja. Gut. So, markierte Bereich räumen. Die Graben ausheben. Hast du die Schaufel dabei? Spaten. Die Schaufel. Nee. So, dann machen wir den Kranarm da oben hin. Ich glaube, den Kran brauchen wir nicht mehr, oder? Kann ich eigentlich zusammenklappen, oder? Den kannst du nicht zusammenklappen. Hm? Ja, also zumindest aufräumen. Oder? Oder sollen wir noch lassen? Noch kurz stehen. Ich würde ihn stehen lassen, bis wir fertig sind. Auftrag fertig sind. Okay. Okay, ich glaube, das Ausheben, das dauert ein bisschen. Oh ja. Für die Rohre, du musst ja die Rohre noch reintun. Da brauchst du aber einen kleinen Kipper. Und so einen kleinen, nicht kleiner Kipper. Ich glaube, der große Backer, weiß nicht, ob der nicht zu groß ist. Weißt du, von der Schaufel her. Das passt. Mache ich den kleinen auch hier? Ich glaube nicht. Fuhrpark, wo haben wir denn den? Ah, der ist zu Hause, genau. So. Ist er? Achtung, Stefan, nicht dass ich über den Haufen fahre. Warte, ich bin doch hier am Umbenennen. Umbenennen. Ja, hat aber gepasst. Umbenennen. Also, wir haben ja den Cat 420F. Ich habe jetzt gerade umbenannt. Ja. Gehen, was? Das musst du schon herausfinden. So, wie war das mit nochmal, Fahrzeugkalle? Nee, nee, einlagern? Nee, auslagern? Aber man kann nicht sagen, wo er ist. Man einsteigen. Ja. Da musst du schon in unser, ich glaube, unser Fuhrpark-Menü gehen. Das siehst du, wie er heißt. Okay. Sankat, ne? Oh mein Gott. Wie wär's denn mit Buggy gewesen? Wie Bob, von Bob der Baumeister? Kenne ich nicht. Ist Bob der Baumeister nicht? Doch, aber nicht eine einzige Folge oder Serie oder was auch immer. Ist doch süß der Name, oder? Ich hätte irgendwie Buggy. Oder Buddel. Ich glaube nicht, dass wir die Folge, die BGA hier noch fertig kriegen.
zwei unterschiedlich große Fermentersilos. Für den kleinen und den großen Bauern. Ich weiß nicht mal, was es hier bringt, was ich hier mache, ob es überhaupt einen Fortschritt gibt. Bisschen hier, bisschen da. Ja gut, ich habe halt da den großen Vorteil, weil ich mit dem Großen da bin. Im großen Maul. Oh ja. Und soll ich wieder mit meinem mit der Raupe kommen? Ja, ich glaube, Raupe ist jetzt diesmal, glaube ich, echt eine schlechte Wahl. Könnte ich mir vorstellen. Gemein. Aber hey, 13% haben wir schon. Ich mach halt, damit wir halt auch was gemacht haben. Die Zukunft muss. Versuch's so angenehm wie möglich hier auszuheben. Okay. Soweit es auch mit der Größe geht, angenehm. Ja, deswegen ja. Man weiß ja, zu groß ist nichts, aber hey, wir sind schon bei 20% und wir sind wieder bei 18 Minuten. Ja. Also, was soll man machen? Aussteigen und beenden. Lass mich wenigstens noch hier auf, ja genau, 22% schöne Schnapszahl stellen. Also ich glaube, mein Bagger ist diesmal die richtige Wahl. Ja, sieht doch ordentlich aus. So, liebe Zuschauer, lieber junger werdender Vater, das war's. Eine extra lange Livestream-Show mit allem, was man dazu braucht. Internetversagen, Discord-Versagen, fliegende Betonteile, fliegende Fahrzeuge. Alles, was das Herz begehrt. Also, ihr könnt euch auf die Folgen auf YouTube freuen, die ab Montag kommen, ne, wieder 12 Uhr. Ja. Täglich ja. Eine Folge und dazwischen immer wieder die Shorts. Also achtet auf die YouTube-Kanäle von Simon und von mir. Die werden immer schön mit kleinen Shorts ergänzt. Bin aber ehrlich, die Shorts sind nicht unbedingt chronologisch aufgebaut bei mir, dass man sagen kann, alles aus dem Montag, aus der Folge vom Montag ist dann auch als Short getrennt. Das fand ich zu kompliziert letztes Mal. Aber es macht vielleicht den einen oder anderen. Genau. So. Jetzt labere ich wieder so lange. Ich übergebe dann dem werdenden Vater das Schlussakkord, Schlusswort und ich verabschiede mich für meine Community und auch der Community von Simon. Also, Simon, du hast das Wort.
Ja, wie Stefan schon gesagt hat, wir haben alle Facetten des Bausimulators heute wieder mal voll ausgeschöpft. Fliegende Betonteile, fliegende Fahrzeuge, Discord, wo mich persönlich geärgert hat. Warum auch immer. Internet, wo uns Stefan geärgert hat. Also ohne Pannen geht bei uns kein Livestream vonstatten. Das funktioniert irgendwie nicht. Ein extra langer Livestream, ja, das kann man definitiv bestätigen. So circa eine Stunde sogar länger wie üblicherweise vor unserer Pause. Und dann würde ich auch nur noch abschließende Worte finden. Und zwar auch ein recht herzliches Dankeschön an beide Communities, also die Community vom Stefan und meine Community, für euren Support. Einfach Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn. Und damit würde ich auch sagen, wir sehen uns höchstwahrscheinlich am Freitag wieder. Und ich denke mal, wir werden auf beiden Kanälen eine Umfrage auf YouTube starten, was ihr sehen wollt. Und bin mal gespannt, ob wir das gleiche Ergebnis haben. Wenn nicht, wird es ein bisschen schwierig. Du meinst auch das Multiplayer-Part, oder? Beim LS. Ja. Gut. Aber die Infos dann unter der Woche dann auf unseren Kanälen, ne? Genau. Okay. Dann würde ich sagen, bis dann und habt noch einen schönen Abend, wenn ihr das Video seht. Und eine schöne gute Nacht, falls ihr jetzt im Livestream dabei seid. Bis dann. Ciao, Ciao, ciao. ciao.